Hallo, in diesem Video betrachten wir wieder ein RC-Glied an Sinusspannung. In diesem Video machen wir aber etwas anderes als im vorigen Video. Im vorigen Video haben wir ja den Widerstand geändert. Das machen wir jetzt nicht, den lassen wir konstant. Stattdessen gucken wir uns den zeitlichen Verlauf der Kondensator- und der Eingangsspannung etwas genauer an. Gut, dann gucken wir uns diesen zeitlichen Verlauf jetzt genauer an, anhand einer Animation, die ich vorbereitet habe. Ihr seht hier die Eingangsspannung in Blau und die Kondensatorspannung in Grün. Und man sieht schon, bei 90 Grad hat die Eingangsspannung ihren Höhepunkt und ungefähr 80 Grad später, also bei 170 Grad, da hat die Kondensatorspannung ihren Höchstwert. Kann man auch hier sehen beim Nulldurchgang. Zuerst kommt der Nulldurchgang der Eingangsspannung und ungefähr bei 80 Grad, da habe ich den Nulldurchgang der Kondensatorspannung. Ja, das ist also alles nichts Neues. Das haben wir ja schon im vorigen Video gelernt. Da haben wir eben gelernt, diese Phasenverschiebung zwischen Eingangsspannung und Kondensatorspannung hier, ja, die beträgt also zwischen 0 und 90 Grad, je nachdem, ob ich einen Widerstand habe, der 0 Ohm ist oder unendlich groß. Und hier habe ich eben 80 Grad. Ja, 80 Grad ist ja zwischen 0 und 90 Grad. Gut, also das ist alles noch nichts Neues. Das ist bis jetzt nur eine Wiederholung. Aber jetzt kommen wir zu einer Frage, die stellen sich ganz viele Studenten. Und diese Frage, die lautet folgendermaßen. Und zwar betrifft die Frage den Zeitpunkt t gleich 0. Zum Zeitpunkt t gleich 0, da habe ich ja noch gar keine Eingangsspannung. Die blaue Spannung ist ja die Eingangsspannung und die ist noch 0. Aber ich habe bereits eine Kondensatorspannung. Und zwar eine negative, in unserem Fall minus 0,3 Volt. So, und da stellen sich die Frage, wenn die Schaltung hier beginnt zu arbeiten, wie kann ich denn da schon eine negative Kondensatorspannung haben? Ja, die Antwort ist ganz einfach. Dieser Zeitpunkt t gleich 0, das ist gar nicht der Beginn der Schaltung, sondern das, was man hier zeichnet, das ist der sogenannte eingeschwungene Zustand oder man sagt auch der stationäre Zustand. Ja, und was heißt das jetzt? Das heißt, vor dem Zeitpunkt t gleich 0, da haben schon ganz viele Schwingungen stattgefunden. Zum Beispiel, wenn wir hier die blaue Eingangsspannung angucken, da kommt jetzt, wenn man jetzt weiter nach links gehen würde, da würde jetzt so eine negative Schwingung kommen. Ja, und zwar kann man sich das angucken hier ganz rechts, sowas würde da jetzt vor diesem Zeitpunkt t gleich 0 geschehen sein. Ja, gucken wir uns das mal an, anhand dieser Schwingung hier ganz rechts, da hatte also die Eingangsspannung einen negativen Tiefstwert, ja, einen Tiefstwert. Und 80 Grad später hatte die Kondensatorspannung ihren Tiefstwert. So, dann ist Folgendes passiert. Die Eingangsspannung ist weiter angestiegen und ist jetzt zum Nulldurchgang gekommen. Das ist praktisch die Anschlussstelle zu diesem Nulldurchgang hier. Da kann man sich das fortgesetzt denken. Und zu diesem Zeitpunkt, wo der Nulldurchgang stattgefunden hat, da war der Kondensator ja noch negativ aufgeladen. Zwar nicht auf den tiefsten Wert, aber fast auf den tiefsten Wert. Das ist hier dieses grüne Ende da. Ja, also wenn ich hier den Nulldurchgang habe, der Eingangsspannung, das kann ich hier sehen, an diesem Nulldurchgang hier, ja, dann ist der Kondensator noch negativ aufgeladen und deshalb habe ich hier bereits eine negative Kondensatorspannung. Gut, jetzt werdet ihr sagen, jetzt ist mir klar, warum ich hier schon eine negative Kondensatorspannung habe, weil eben die Schaltung schon einen Augenblick läuft. Ja, aber da stellt sich natürlich direkt die zweite Frage. Wie sieht denn dieser Verlauf der Kondensatorspannung aus, wenn ich jetzt den tatsächlichen Einschaltzeitpunkt betrachte? Ja, also wenn ich annehmen würde, dass ich diese Eingangsspannung hier einschalte, und zwar mit einem positiven Nulldurchgang. Ja, wenn das also wirklich hier der Einschaltaugenblick der Schaltung wäre, der Zeitpunkt, wo ich den Schalter zumache.
Na, wie sieht denn dann der zeitliche Verlauf der Kondensatorspannung aus? Ja, um die Frage zu beantworten, da habe ich eine Animation vorbereitet und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. So, Achtung, gleich geht's los und jetzt seht ihr hier also die blaue Eingangsspannung, aber diesmal sind keine Schwingungen davor. Das ist nicht der stationäre Zustand, sondern hier wird wirklich die Schaltung gestartet. Und jetzt seht ihr einen weiteren Graphen, den roten Graphen. Das ist die tatsächliche Kondensatorspannung beim Einschwingen. Die beginnt also bei 0. Das heißt, zum Zeitpunkt T gleich 0 ist sowohl die Eingangsspannung als auch die Kondensatorspannung 0 Volt. Der Kondensator ist ganz leer. Ja, also nicht so wie beim stationären Zustand, beim grünen Graphen, dass ich hier schon eine negative Spannung habe, sondern beide sind 0. So, dann geht also die Kondensatorspannung hoch. Ja, die wird also durch die blaue Eingangsspannung geladen und nach so, ich sag mal so 2, 3 Schwingungen, ungefähr nach der dritten Schwingung, da passiert Folgendes. Die rote tatsächliche Kondensatorspannung, die hat sich jetzt eingeschwungen auf den stationären Zustand. Das heißt, die ist identisch mit den grünen Graphen. Ja, also hier weichen sie noch maximal voneinander ab. Die tatsächliche Kondensatorspannung und die Spannung, die im eingeschwungenen Zustand erreicht wird. Ja, da ist der Unterschied noch maximal. Hier wird er schon kleiner und nach 2, 3 Schwingungen, da sind die beiden nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Ja, also der rote Verlauf, das ist jetzt die tatsächliche Kondensatorspannung beim Einschalten während der ersten, ich sag mal, 2, 3 Schwingungen. Danach sind die beiden identisch. Als nächstes möchte ich auf einen Fall aufmerksam machen, den wir in diesem Video nicht betrachten. Und zwar haben wir ja gesagt, unsere blaue Eingangsspannung beginnt an der Stelle T gleich 0, das heißt vor T gleich 0 haben keine Schwingungen stattgefunden. Ja, aber es gibt ja noch den Fall, dass ich bei T gleich 0 beginne, aber ich beginne nicht mit 0 Volt, sondern zum Beispiel mit 0,41 Volt, 0,76 Volt oder auch mit einer negativen Spannung, wie zum Beispiel minus 0,41 Volt und so weiter und so weiter. Ja, diese Fälle müsste man auch noch behandeln, dass ich also einschalte und die blaue Eingangsspannung hat bereits einen Wert. Die beginnt also nicht bei 0, aber der Fall ist auch nicht viel anders. Auch dann passiert Folgendes. Nach ein paar Schwingungen ist die tatsächliche Kondensatorspannung mit der grünen Kondensatorspannung, also der theoretischen Kondensatorspannung für den eingeschwungenen Zustand, identisch. Gut, aber die Berechnung dieser roten Kurve, also der Kondensatorspannung für diesen Fall und für die Fälle, wenn die Eingangsspannung nicht mit 0 Volt beginnt, ja, das ist also nicht Thema dieses Videos. Das mache ich in anderen Videos mit Hilfe der Laplace-Transformation. In diesem Video ging es einfach nur darum zu zeigen, warum ich hier zum Zeitpunkt T gleich 0 bereits eine negative Kondensatorspannung habe und wie diese Kondensatorspannung aussieht, wenn ich den wirklichen Einschaltzeitpunkt T gleich 0 betrachte, dann erhalte ich eben diese rote Kondensatorspannung. Gut, machen wir am Ende eine kleine Zusammenfassung. Also zunächst einmal haben wir uns die Frage gestellt, warum habe ich denn hier zum Zeitpunkt T gleich 0, obwohl die Eingangsspannung noch 0 ist, bereits eine negative Kondensatorspannung? Und da haben wir gelernt, diese grüne Kondensatorspannung, die beschreibt den eingeschwungenen Zustand. Das heißt, da haben schon ein paar Schwingungen vorher stattgefunden. Dann haben wir uns die Frage gestellt, wie sehe denn die Kondensatorspannung aus, wenn ich hier zum Zeitpunkt T gleich 0 tatsächlich einschalte? Und zwar mit einem positiven Nulldurchgang. Da haben wir gesagt, das ergibt dann hier die rote Kondensatorspannung. Die beginnt dann wirklich bei 0. Ja, und dann haben wir noch gesagt, nach ein paar Perioden, also nach ein paar Schwingungen,
da ist es dann so, dass die tatsächliche Kondensatorspannung, also die rote mit der grünen Kondensatorspannung, den theoretischen eingeschwungenen Wert übereinstimmt. Die sind dann ungefähr ab hier beide gleich. Ja, am Ende lasse ich die ganze Animation noch ein paar Mal durchlaufen, aber ich verabschiede mich schon mal. Auf Wiedersehen!